Herzlich willkommen zu meinem letzten Wochentaroskop für das Jahr 2020. Heute mal ein vorbereitetes Video, denn ich bin gerade unterwegs. Ja, die letzte Woche des Jahres 2020 ist astrologisch gesehen relativ entspannt. Wir hatten ja auch wirklich einige Aufregung in den letzten 2 Wochen. Ich hoffe, du hast trotzdem ein schönes Weihnachtsfest feiern können und hattest auch schöne Weihnachtsfeiertage. Vielleicht hast du ja bei unseren Rauhnachtsaktivitäten vorbeigeschaut, die jetzt auch noch aktuell auf der Facebook-Seite des Tarotverbandes stattfinden. Dann freue ich mich. Ja, und ansonsten hast du vielleicht viele andere Dinge getan, die du längere Zeit aufgeschoben hast. Auf jeden Fall kannst du damit auch in der kommenden Woche weitermachen, denn tatsächlich haben wir keine so wahnsinnigen, aufregenden astrologischen Dinge, die in der kommenden Woche passieren. Natürlich haben wir das Neujahr, das Neujahrsfest, den Feiertag 1. Januar in dieser Woche. Aber auch dieser Feiertag wird ja dieses Jahr etwas anders ausfallen als an vielen anderen Wochentagen, Jahren. Auf jeden Fall ist es ideal für dich, um eine Jahreslegung zu machen. Ich habe ein Video hier eingestellt zusammen mit Roé, wo wir über die Jahreslegungen sprechen. Und wenn du lieber selbst eine Jahreslegung haben möchtest von uns, wir machen das mit Tarot, mit Orakel, mit Astrologie, ganz nach deinen Wünschen, dann empfehle ich dir, unser Neujahrs-Special zu buchen. Das kostet nur 50 Euro und beinhaltet wirklich einen großen Überblick über dein gesamtes Jahr 2021. Vielleicht ist das was, was dich interessiert. Ja, ansonsten die Karten, die ich ziehe heute, sind für den 27. Dezember bis zum Sonntag, den 3. Januar gedacht. Astrologisch gesehen, wie gesagt, nicht so viel los. Am Mittwoch haben wir einen Vollmond im Krebs und das ist so ziemlich das Einzige, wo ich sage, boah, da geht noch mal was ab vielleicht. Ein Vollmond so kurz vor dem Jahresende ist natürlich auch ein Hinweis darauf, dass das Jahr jetzt zum Abschluss kommt im Zeichen Krebs, im Zeichen des Gefühls, im Zeichen der Stimmung. Vielleicht ein guter Zeitpunkt, um am 30., bevor es dann ans wie auch immer geartete Feiern am 31. geht, nochmal Revue passieren zu lassen, wie das Jahr so für dich gelaufen ist. Es sei denn, du hast das schon in den letzten Tagen gemacht. Ja, hinter mir seht ihr den Spirit Guide von Carrie Paris, den ich gezogen habe für die kommende Woche. Und ich finde sie sehr schön. Es ist die Karte Harvest, Ernte. Und was gibt es Besseres für eine als Abschluss eines Jahres, um sich nochmal zu überlegen, was ich denn geerntet habe. Was ich geerntet habe und was ich vielleicht loslassen möchte in diesem Jahr. Was ich einladen möchte, um neu in meinem Leben zu sein im kommenden Jahr. Und was ich einfach behalten möchte. Das sind so die drei Fragen, die mir zu dieser Karte Harvest einfallen, über die du dir Gedanken machen kannst. Auch dazu habe ich schon mal kein Video gemacht, aber geblockt. Vielleicht hast du Lust, dir das anzusehen. Ich werde das natürlich in den Shownotes verlinken. Muss ich mir gleich mal aufschreiben. Und das ist jetzt schon geschehen. Ja, so viel zur Einführung und Einstimmung auf die Karten. Jetzt gehe ich natürlich wie üblich durch den Tierkreis, um mit dir mir anzugucken, welche Karte gilt für welches Tierkreiszeichen im kommenden Jahr. Und ich bin schon sehr gespannt, was das bringen wird. Ich benutze natürlich wieder, ihr kennt es inzwischen, das Modern Witch Tarot. Und das werde ich wahrscheinlich so lange machen, bis mir jemand ein neues, anderes Tarot schenkt. Gut, ich muss noch meine Triangel auspacken, wie üblich, habe ich die natürlich wieder nicht gleich geöffnet. Wir beginnen wie üblich mit dem Widder. Auch diesen Monat, lieber Widder,
Hast du noch den, auch nicht diesen Monat, auch diese Woche lieber wieder, hast du den Mars, deinen Planeten, noch in deinem Zeichen? Er gibt dir viel Kraft und Aktivität, Dinge schon mal anzustoßen, die dann hoffentlich ab dem 10., 11. Januar wieder laufen können. Ich habe für dich für die kommende Woche die 5 der Münzen gezogen. Hier in dieser Variante eine Karte, die schön winterlich ist und die dich darauf aufmerksam machen soll, lieber Widder, dass du in der kommenden Woche nicht an Erlebnissen vorbeilaufen sollst, die spiritueller Natur sind. Vielleicht hast du Lust, doch nochmal in eine Kirche zu gehen. Vielleicht pflegst du aber auch eine ganz andere Form der Spiritualität. Die 5 der Münzen sagt, vergiss nicht darüber nachzudenken, nicht nur, was du Materielles gerade alles zu erledigen hast, wie du dein Einkommen generierst, wie du deinen Körper pflegst und so weiter, sondern dass auch dein Geist, dein Spirit genährt werden will. Du wirst Zeichen bekommen, du wirst eingeladen werden, da Erfahrungen zu machen, etwas zu erleben. Nimm diese Einladungen wahr. Vielleicht hilfst du auch anderen Menschen, die gerade ein bisschen unglücklich sind und verzweifelt, durch diesen Winter zu kommen, ob es nun schneit oder nicht. Eine gute Karte finde ich, um darauf wieder aufmerksam gemacht zu werden. Menschen, die mit einer Zeitschrift irgendwo stehen, etwas zu geben oder in der U-Bahn mal nicht nach unten zu schauen, verlegen, wenn jemand durchkommt mit einem Klingelbeutel. Es ist eine gute gemeinnützige und Spendenkarte. Du als doch soziales Zeichen, wie ich dich finde, du bist, engagierst dich gerne auch mal für andere. Ja, kannst vielleicht das nutzen, um gut ins neue Jahr zu starten, auch als symbolische Geste. Das, mein lieber Widder, ist meine Nachricht für dich. Das nächste Tierkreiszeichen, das mal wieder drankommt, ist natürlich der Stier. Und für den Stier habe ich die folgende Karte gezogen. 7 der Schwerter. Ja, lieber Stier, ich wiederhole mich, bei dir ist immer noch der Uranus rückläufig in deinem Zeichen und das bleibt ja auch noch bis Mitte Januar. Diese Karte, die wir hier sehen, die 7 Schwerter, ist dem Wassermann zugeordnet. Der Wassermann ist mit Uranus in Verbindung und er zeigt mir so ein bisschen, dass jetzt der Saturn und Jupiter in den Wassermann gekommen sind, auch wenn Uranus noch nicht nach vorne geht, deine Themen, die vielleicht jetzt in den letzten Monaten brach lagen, doch wieder ganz schön angeschubst werden. In dem Zusammenhang ist es wirklich super wichtig, dass du darauf achtest, dass du die Dinge tust, die du willst und nicht die andere Leute von dir wollen. Versuche nicht allen alles zu erzählen, deine Pläne nicht so breit zu streuen, sondern bleibe bei dir. Überlege dir ganz genau auch, was du im kommenden Jahr an wichtigen Meilensteinen erreichen willst und red wirklich nicht darüber. Gutes Beispiel ist zum Beispiel der Neujahrsvorsatz abzunehmen. Erzähl niemanden, dass du das tun willst. Mach es einfach und schau, was die Leute sagen werden, wenn du es geschafft hast. Nur um ein ganz banales oder vielleicht doch nicht so banales Beispiel zu nennen. Ansonsten lädt dich die 7 Schwerter dazu ein, Tagebuch zu schreiben. Die Woche, wie ich es eingangs des Videos beschrieben habe, schau dir das ruhig nochmal an, dafür zu nutzen, um dir zu überlegen, wie du in das Jahr einsteigen willst. Und wenn es Konfrontationen gerade gibt in deinem Leben, dann bist du bei der 7 der Schwerter gut beraten, nicht voll hineinzugrätschen, sondern eher dem auszuweichen und abzuwarten, wie sich die Dinge entwickeln. Das, finde ich, sind die wichtigsten Dinge, die du gerade wissen musst, mein lieber Stier. Ja, nach dem Stier kommt natürlich der Zwilling, die Zwillinge an die Reihe. Und auch für die habe ich eine Karte gezogen. Und für euch, liebe Zwillinge, habe ich eine schöne Karte, die 3 der Münzen gezogen.
Die Drei der Münzen ist eine meiner Lieblingskarten. Sie spricht von kreativer, produktiver Arbeit mit Körper, Geist und Seele oder aber auch, wie wir es hier sehen, im Verbund mit anderen Menschen. Es ist jetzt an der Zeit, du hast ja ein bisschen jetzt Rückenwind dadurch, dass Saturn und Jupiter in einem Luftzeichen sind und dich gut bescheinen. Jetzt ist es an der Zeit, deine Leute zusammenzutrommeln, in deinem Kiez gerne und dir zu überlegen, mit welchen produktiven, kreativen Arbeiten möchte ich in das kommende Jahr gehen. Ja, wir können vielleicht dieses Jahr nicht wieder so Silvester feiern, wie sich das viele von uns wünschen, aber wir können die Zeit vielleicht auch mal ohne Kater ganz in Ruhe dafür nutzen, ein kreatives, künstlerisches Projekt vielleicht sogar anzustoßen. Und da hast du beste Karten für. Eine gute Zeit, um eine Gesellschaft zu gründen, eine GmbH oder eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, ist auch mit dieser Karte verbunden. Und alles, was du jetzt anpackst und wofür du dich hart engagierst, ob das beruflich oder privat ist, das wird Früchte tragen. Aber erstmal heißt es arbeiten, ackern, schuften und dann wirst du Erfolg haben. Und das, mein lieber Zwilling, ist meine Nachricht für dich. Als nächstes kommt der Krebs an die Reihe. Und für den Krebs habe ich die Gerechtigkeit gezogen. Das ist der erste Trumpf dieser Woche und ich finde, der passt sehr gut, denn die Gerechtigkeit sagt natürlich, dass der Vollmond, der jetzt stattfindet am Mittwoch, lieber Krebs, in deinem Zeichen für dich von besonderer Relevanz ist. Für dich ist ja jetzt in den letzten Wochen einiges vielleicht durchaus Positives passiert. Jupiter und Saturn haben sich aus dem Steinbock, aus deinem Gegenzeichen verabschiedet, sind jetzt im Wassermann und üben weniger Druck auf dich aus als zuvor. Und du kannst jetzt entspannt dir betrachten, welche Ergebnisse, die Umbrüche, die besonders im letzten Jahr für dich herbeigeführt wurden, welche Konsequenzen das für dich hat. Und einfach mal die Dinge auch laufen lassen. Auf der anderen Seite kannst du jetzt aus der rückwärts schauenden Perspektive dir überlegen, was ist gut gelaufen in diesem Jahr, was nicht, wo bin ich gut behandelt worden, wo nicht, was war fair, was war unfair. Die Gerechtigkeit wird dir ziemlich klare Zeichen geben, wo du gut und wo du schlecht behandelt wurdest. Und sehr oft ist es bei der Gerechtigkeit so, dass wir den Anschein, dass wir glauben, dass wir in irgendeiner Weise nicht gut behandelt wurden. Wenn wir uns dann aber damit auseinandersetzen, wozu uns die Gerechtigkeit auffordert, dann stellen wir doch immer fest, oh je, doch, da habe ich auch einiges zu beigetragen zu diesem Thema. Und damit solltest du dich beschäftigen. Eine sehr schöne Karte, um zu sagen, ja, Jahresende, damit befasse ich mich jetzt. Ich wünsche dir ja eine gute Restwoche und einen richtig guten Start in das Jahr 2021. Und das, mein lieber Krebs, ist meine Nachricht für dich. Der Löwe ist an der Reihe. Und für den Löwen habe ich auch, ähnlich wie für die Zwillinge, eine schöne, produktive Karte gezogen. Ja, was sagt uns die Acht der Münzen? Daheim zu Hause sitzen ist gerade das Allerbeste für dich, lieber Löwe. Wie du siehst, ist hier jemand abgebildet, die sehr kreativ ist und etwas übt, lernt, erprobt, studiert, um damit etwas zu machen. Die Acht der Münzen ist die Karte der Entdeckung der eigenen Talente, der Erarbeitung der eigenen Talente. Und du bist dazu aufgefordert, dir genau zu überlegen, was du im kommenden Jahr alles neu in dein Leben bringen willst, was dich innerlich bereichert, aber auch was dich seelisch, geistig bereichert. Oft ist dies eine gute Karte, wenn du beschließt, ich möchte doch noch mal auf der Karriereleiter eins höher gehen, was der Löwe wahrscheinlich immer will. Oder ich möchte mich selbstständig machen. Dann sagt diese Karte,
Übe weiter. Du hast das Richtige da dir vorgenommen, aber du musst noch wirklich Energie und Arbeit hineinstecken. Und wenn du das tust, dann kannst du 2021 richtig gut durchstarten mit etwas Neuem. Und das wünsche ich dir sehr. Und daher kannst du dich über die 8 der Münzen sehr freuen. Das ist meine Nachricht für dich, lieber Löwe. Nach dem Löwen ist die Jungfrau dran. Ich muss jetzt einmal wieder hier ein bisschen die Karten anders mischen, glaube ich. So. Und für die Jungfrau habe ich auch eine Karte gezogen. Moment, die Triangel. Ja, liebe Jungfrau, meine Nachricht für dich. Auch eine 8, wie beim Löwen. Diesmal aber die 8 der Kelche. Wie bei der 8 der Münzen geht es aber auch darum, alleine zu sein, jetzt nicht so sehr materiell voranzukommen, sondern emotional noch einmal das Jahr Revue passieren zu lassen. Vielleicht gerade zum Vollmond am Mittwoch, denn wir sehen da eine Sonnenfinsternis oder Mondfinsternis auf dieser Karte abgebildet. Es geht darum, dir zu überlegen, was du noch brauchst, um glücklich in das nächste Jahr zu starten. Du hast schon einiges. Vielleicht reicht dir das aber nicht mehr aus. Vielleicht sind auch einige Sachen da, die dich gar nicht mehr so sehr glücklich machen, die du auch sortieren musst. Und dafür solltest du dich jetzt wirklich in der kommenden Woche zurückziehen, bei dir bleiben, Abschied nehmen von Dingen, die sich ja ganz natürlich überlebt haben und dir überlegen, was brauche ich Neues, Frisches 2021, um mich wirklich wieder gut, erfüllt und glücklich zu fühlen. Sei eine gute Karte dafür, wenn du sagst, ich brauche wirklich dieses Jahr meine Ruhe. Es war alles sehr anstrengend für mich und ich ziehe mich ganz bewusst zurück und nicht, weil mir das irgendjemand befiehlt. Von daher ideal für den Lockdown, muss ich sagen. Und ja, genieße es, herauszufinden, zu erspüren, zu ermeditieren, was du wirklich haben möchtest, um glücklich zu sein. Das, meine liebe Jungfrau, ist meine Nachricht für dich. Was kommt als nächstes dran? Ja, natürlich, die liebe Waage ist an der Reihe. Und auch für die Waage mische ich nochmal und ziehe eine Karte, die ich gleich zeigen werde. Ja, liebe Waage, auch für dich gilt es, mit dem Ritter der Münzen ruhig noch einmal Rückschau zu halten. Was habe ich dieses Jahr eingepflanzt, angebaut und wartet jetzt darauf, aufzugehen. Es geht sehr oft um materielle Dinge, um Geschäftsgründungen, um Bewerbungen, um eine neue Art und Weise mit der Arbeit umzugehen oder ein neues Körperbewusstsein zu entwickeln. Auf jeden Fall hast du etwas, du hast bereits in etwas investiert. Du kannst stolz auf dich sein und das, was du investiert hast, jetzt aber auch ruhen lassen. Du musst jetzt nicht noch viel mehr Energie hineingeben. Freue dich über das, was du erreicht hast, auch unter schwierigen Umständen in diesem Jahr und genieße einfach, was du schon ernten kannst. Gib nicht zu viel davon aus, auch nicht für schicke Modeartikel, sondern nimm was rüber ins nächste Jahr und lass die Saat weiter gedeihen. Und das, meine liebe Waage, ist meine Nachricht für dich. Ja, somit sind wir jetzt schon beim Skorpion angekommen. Und für den Skorpion jetzt auch eine Karte gezogen. Und schon wieder eine Münzkarte. Also wir sehen, das ganze Jahr kommt jetzt zum Abschluss. Es gibt viel zu bedenken, was Materielles betrifft bei allen Tierkreiszeichen. Der Skorpion hat die 7 der Münzen von mir bekommen und wir sehen, ähnlich wie bei der Waage gerade, eine Situation, in der du, lieber Skorpion, eigentlich alles getan hast, was du tun konntest, um das zum Erblühen zu bringen, was du gerne erblühend haben möchtest. Das kann ein Talent sein, an dem du arbeitest. Das kann eine Beziehung sein. Das kann aber auch ein Job sein, den du wirklich gerne haben möchtest. Du wartest jetzt wahrscheinlich etwas ungeduldig auf die Resultate deiner Mühen. Und da muss ich dir sagen, lieber Skorpion, dass du vielleicht dich noch etwas länger gedulden musst.
Du hast alles getan. Es gilt jetzt nichts mehr zu tun, keine Anrufe zu tätigen, nicht irgendwie nochmal nachzuhaken bei etwas. Lass es sein. Betrachte das, was du getan hast, innerlich. Fokussiere dich darauf, aber unternimm nichts äußerlich. Die Pflanzen, die Samen, die du ausgesät hast, die wollen jetzt alleine gedeihen und das heißt nun einfach abwarten. Wenn alles gelingt, dann kannst du wahrscheinlich schon sehr bald durchstarten mit einem tollen neuen Projekt, einer neuen Beziehung, einer neuen, ja, einem neuen Job, was auch immer da gerade in dir drin ist. Aber bitte, bitte tue jetzt nichts diesbezüglich. Mach etwas anderes. Und das, mein lieber Skorpion, ist meine Nachricht für dich. Der Schütze erholt sich sicher noch vom Neumond, den wir vor ungefähr 10 Tagen hatten und der viel losgetreten hat auf der Schütze-Ebene. Ich bin gespannt, was wir da ziehen. Ja, ich glaube, du hast dich ganz gut erholt, lieber Schütze, von dem Neumond, denn ich habe den zweiten Trumpf des heutigen Tages, den Magier, für dich gezogen. Der Magier ist eine super Schützekarte. Er ist zwar Merkur zugeordnet, deinem Gegenplaneten, aber er passt sehr gut in den Schützen. Es gibt eine Tarotkarte, 8 der Stäbe, die mit Merkur im Schützen in Verbindung gebracht wird und die heißt Schnelligkeit. Du hast also in der kommenden Woche noch die Chance, schnell Dinge abzuschließen, die du über lange auf die Bank geschoben hast, auf die lange Bank geschoben hast. Vielleicht noch einen Vertrag unter Dach und Fach bringen. Der rückläufige Merkur wird auch wieder Ende Januar aktiv. Also ist jetzt eine gute Zeit, wichtige Unterlagen, die noch durch müssen, zu aktivieren. Natürlich fordere ich dich jetzt nicht dazu auf, unbelesen irgendwelche Sachen zu unterschreiben. Aber was du wirklich liegen geblieben, was liegen geblieben ist und was eigentlich dieses Jahr noch beendet werden soll, das mach jetzt. Dafür hast du ein sehr gutes Händchen. Ein gutes Händchen für Kommunikation, ein gutes Händchen, um Dinge zu klären, die vielleicht schiefgelaufen sind in diesem Jahr mit anderen Leuten. Und auch ein gutes Händchen, um dich für etwas Neues zu bewerben, zu engagieren oder einfach etwas Neues, Belehrendes, Lehrreiches in dein Leben zu lassen. Ganz schöne Karte, auch eine gute Flirtkarte. Ich wünsche dir viel Spaß. Du hast einen von dem Neumond im Schützen offensichtlich profitiert. Das, mein lieber Schütze, ist meine Nachricht für dich. Hui. Der Steinbock kommt nun an die Reihe. Er verrutscht hier gleich wieder alles. Und für den Steinbock habe ich eine sehr schöne Karte, die 6 der Stäbe gezogen. Wie beim Krebs, lieber Steinbock, ist der Vollmond im Krebs natürlich für dich wichtig. Er schlägt auch in dir Themen des Abschließens an. Außerdem auch der Wechsel von Saturn und Jupiter in den Wassermann ist natürlich besonders relevant für dich. Und die 6 der Stäbe zeigt, dass du jetzt wirklich mehr Handlungsspielraum hast als in den Wochen, Monaten, Jahren zuvor. Die 6 der Stäbe zeigt auch, dass du in diesen Jahren oder sagen wir jetzt mal im letzten Jahr, in dem du wahrscheinlich mehr als andere Zeichen dich nicht gefühlt hast, als könntest du etwas erreichen, als hättest du starken Kontrollverlust. Diese Karte hilft dir jetzt, nachdem du herausgefunden hast, was es eigentlich ist, was du wirklich willst. Durch die Ereignisse des letzten Jahres. Diese Karte hilft dir jetzt, diese Dinge umzusetzen, anzugehen. Und es ist wie beim Schützen. Schieb die Dinge jetzt bitte nicht auf die lange Bank, sondern gehe sie jetzt noch dieses Jahr an, mit vollem Bewusstsein und meinetwegen gründe etwas Neues oder setze etwas Neues in Bewegung. Schiebe es nicht aufs nächste Jahr. Du weißt genau, was es ist. Mache es jetzt. Und das, mein lieber Steinbock, ist meine Nachricht für dich. Ja, nach dem Steinbock kommt der Wassermann. Lieber Wassermann, du hattest jetzt eine gute Woche Zeit, dich zu entspannen mit den Themen
was den Eintritt von Saturn und Jupiter in dein Zeichen ist. Und ich bin gespannt, wie sich das auf die Tarotkarte auswirkt. Das scheint total in Ordnung zu sein, denn ich habe für dich den König der Schwerter gezogen. Der König der Schwerter ist eine super Wassermannkarte. Er verspricht dir, dass dein Geist, alles, was in deinem Kopf so ist, jetzt wirklich gut angegangen und umgesetzt werden kann. Es ist ausgereift, es ist gut durchdacht und es ist jetzt Zeit, diese Dinge, die in dir arbeiten, anderen Menschen mitzuteilen. Es ist noch nicht unbedingt an der Zeit, wie beim Steinbock oder beim Schützen, jetzt sofort aktiv zu werden. Aber, also ich mit aktiv werden meine ich etwas zu gründen oder etwas zu materialisieren. Aber es ist jetzt an der Zeit, dich mit anderen Menschen auszutauschen über das und zu hinterfragen und dann im nächsten Jahr wahrscheinlich mit der Materialisierung anzufangen. Du tust gut daran, das mit jemandem zu tun, dass den Austausch der Ahnung davon hat, worum es dir geht. Fachkräfte, Coaches, irgendwelche anderen Leute, die dir guten Rat geben können. Und du bist gerade wirklich sehr fokussiert, was nicht immer die Qualität des Wassermannes ist. Du hast immer so viele verschiedene Ideen und Gedanken, die es umzusetzen gilt. Nutze diesen Fokus, den du hast. Jetzt lege dich auf eine Sache fest, die du wirklich, wirklich im kommenden Jahr erledigen möchtest. Und dann klär das mit den anderen und dann geht's los. Sehr gute Karte für dich, die dich auch gut in das neue Jahr hineinbringt. Reine, tolle, klare Luftenergie. Sehr schön für dich. Und das letzte Zeichen ist natürlich das der Fische. Und auch für die Fische ziehe ich jetzt eine Karte. Ja, liebe Fische, also da habe ich ja mal richtig gut gezogen, den dritten Trumpf der heutigen Session. Die Hohepriesterin ist natürlich eine Karte, die total mit dir im Einklang ist. Sie ist dem Mond zugesprochen und du hast definitiv eine mondische, intuitive Energie. Die Hohepriesterin fordert dich dazu auf, wirklich nicht so sehr ängstlich in das kommende Jahr zu gehen, sondern mit Vertrauen in deine Intuition, in deine Kräfte und in die höhere Führung, in welcher Form du auch immer daran glaubst. Sie steht hinter dir bei deinen Plänen, sie gibt dir Selbstsicherheit und was du in den kommenden Tagen träumst, wir sind ja zwischen den Jahren, ich erinnere nochmal an unsere Rauhnachtsaktion auf Tarotverband. Was immer da dir an Träumen entgegenkommt, an Gefühlen, Gedanken, an inneren Stimmen, schreib es auf und schaue, dass du es im kommenden Jahr umsetzt, denn das sind die Dinge, die im nächsten Jahr wichtig werden für dich. Höre auf dein Bauchgefühl. Lass zu, mit was immer du schwanger gehst, auch wenn es sich für andere Menschen verrückt anhört, und genieße, was dabei herauskommt. Und das, mein lieber Fisch, ist meine Nachricht für dich. Ja, damit bin ich am Ende des heutigen Wochentaroskops. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich denke, ihr werdet euch melden, wenn ihr noch irgendetwas dazu sagen möchtet oder wissen möchtet. Ich bin auf jeden Fall dann wieder ab dem nächsten Jahr mit dem Wochentaroskop online, denn es scheint euch zu gefallen. Das freut mich sehr und ich habe mein Jahresziel erreicht. Ich habe über 100 Abonnenten. Das Ziel, einen eigenen Kanalnamen zu bekommen, wurde leider von YouTube nicht gefördert. Aber mal sehen. Vielleicht habe ich ja dennoch noch Glück. Und ich wünsche euch einen super guten Rutsch ins neue Jahr. Bis ganz bald. Tschüss.